Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Hier ist ein Hubschrauber, der bestimmt nicht das Levelende zeigt, denn er wird gleich wegfliegen und ja. So. Alles klar. Oh, und der Hintergrundsound ist weg. Ist das nicht herrlich? Überlegen wir mal. Das Levelende. Aber diesmal weiß ich tatsächlich, dass es noch etwas bis dahin dauern wird. Denn das Level ist ja noch jung und knackig. Also, du hast mir Munition fallen lassen. Warum liegt die eigentlich da? Ich meine, das sieht aus, als hättest du die ausgekackt. Warum liegt das da? Ja, genau wie du. Und du hast ein großes Medipack, das an deinem Schuh liegt. Das ist nett. So, ein Hubschrauber flog davon. Durch diese Öffnung. So, ich glaube, hier war ein Spiel mit dem Feuer, wenn ich mich richtig erinnere. Genau so ist es. Ja. Das war irgendwie total bescheuert. Weil das auf Zeit wieder angeht oder so. Keine. Ich will das Spiel nicht laden. Ich will es nicht gleich laden. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Dann kommt dieser Sound wieder. Ja. Herzlichen Dank für deine Anteilnahme. Nein. Nein, lass mich zurück. Lass mich zurück. Ich werde es nicht laden. So, ich warte jetzt, bis diese dämliche Flamme da wieder rauskommt. Aus diesem ersten Feld. Das müsste doch... Ja, okay. So, ich mach... Nein, ich muss ja auch zurück. Also mache ich doch zuerst den Schalter. Und jetzt den Schalter. Jetzt schnell... Denn aus irgendeinem Grund fragt mich... Nein! 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 Ich muss das Spiel laden. Nein, ich will nicht. Bitte nicht. Dummer Sound. Oh, ist das schlimm. Vielleicht muss ich diese Knöpfe doch andersrum drücken. Auf jeden Fall ist es so, dass beim ersten Durchgang man so halt durchläuft. Und dann geht die Klappe auf und dann fängt auch schon das zweite an zu lodern, sobald man reinfällt oder sobald man halt so dahin springt. Hey, da unten liegt ein Gewehr. Das sehe ich zum ersten Mal. Wie geil ist das denn? Cool. Das heißt, ich habe noch nie gerallt, dass das da unten liegt, ohne Witz. So, das speichern wir jetzt mal. Ja, jetzt drücken wir mal den zuerst. Vielleicht bringt's ja was. Was ich ihm sagen wollte, beim ersten Durchgang ist es so, dass die Klappe aufgeht und sobald man reinfällt oder daneben springt, ja, geht halt diese Flamme komischerweise wieder an. Was beim zweiten Durchgang nicht so ist. Lass mich raus. Lass mich raus. Oh nein! Ach, verdammte. Fast geschafft. Ein bisschen schneller vielleicht. Also gut, zuerst den, dann den. Tolles Spiel, was wir hier machen. Nö.
Nimm sie die Karte oder was auch immer das darstellt. Und jetzt schnell, schnell, schnell und jetzt schnell, 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 schnell. Ja! Wir haben. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben einen Chip. Ja, den können wir essen. Dann wird unser Leben regeneriert. Nein, so eine Art Chip ist es nicht. So, also, alles klar. Ich nehme an, den kann man in diesen anderen Raum da einsetzen. Ich habe gerade unter den Kommentaren gelesen, dass es MS Ranky mag, wenn ich singe. Ich frage mich nur echt warum, weil das ist echt einfach nur eine verzweifelte Tat, um meine Verzweiflung zu überspielen, dass ich nicht weiß, was ich reden soll. Okay, jetzt ist die Tür offen. Müssten auch Gegner unten sein. Es freut mich, dass die Flammenwerfer-Männchen so dumm sind. Ja, okay. Hast du mir was fallen gelassen? Vermutlich liegt es einfach wieder hinter den technischen Geräten. Wer weiß, wie viele Medipacks ich schon nicht bekommen habe. Wegen solchen Sachen. Weil es einfach hinter Wänden verschwindet. So, hier war irgendwas von wegen Secret, das weiß ich. Das müsste jetzt da eine Klappe aufgemacht haben, oder? Ja. Hier kommen Taucher. Die sind nicht nett. Oder irre ich mich? Doch, da müssten Taucher kommen. Ja, los, jetzt kann der Hintergrundsound auch aufhören. Jetzt kam ja der Secret Sound. Lasst mich einfach in Ruhe. Nein, nein, geh an Land, geh an Land, verdammt. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir euch nicht abknallen können. Oder dich. Irgendwer, ihr zieht mir immer noch Leben ab. Na los, stirb. Ein Massenmassaker, was wir hier anrichten. So. Da kommen wir später rüber, soweit ich weiß. Und ihr habt mich fast komplett gekillt. Was soll das? Also. Hauptsache, Hauptsache, der Hintergrundsound ist nicht da. Dafür opfere ich sogar ein Medipack. Nur, dass dieser bescheuerte Hintergrundsound nicht da ist. Weil er so schlimm ist. Warum höre ich Taucheratemgeräusche? Ich höre immer noch Taucheratemgeräusche. Na denn. Moment. Schritte? Etwa von den anderen Gegnern, die sind doch auch niemals hier. Warum höre ich die schon? Ach, warum überlege ich eigentlich darüber? Ich meine, das ist ein uraltes Game. Man hat auch im Venedig-Level die ganze Zeit über diese komischen Schnippdinger, verdammt, verdammt, gehört.
Diese Biong, Biong, wo die ganze Zeit, wo da so eine Falle waren und so, ne? Ihr versteht schon. So, ich falle jedes Mal wieder darauf rein und tauche hier runter, weil ich echt der Meinung bin, hier muss doch etwas sein. Allerdings ist hier nie was, aber ich mach's immer wieder, in der Hoffnung, ich finde doch mal was. Jetzt holen wir erstmal Luft und gehen dann zurück. Was wir aber erst in der nächsten Folge tun werden von Tomb Raider 2, denn die Zeit ist um. Vielen Dank fürs Zugucken und es bleibt spannend, also bleibt dran. Blablub. Was könnte ich noch sagen? Egal. Ja, nee. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein und danke fürs Zugucken und ciao.